Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde exorbitanter Kursgewinne. Habt ihr denn auch alle Tesla-Aktien? Ja, ich werde jetzt in letzter Zeit, in den letzten Tagen, Stunden, ist öfter mal gefragt, ob ich eine Aktienanalyse machen möchte zu Tesla. Und ich bin da ja echt versucht. Ich war versucht, eine zu machen, aber dann kam die Consorsbank dazwischen und hat jetzt offiziell gemacht, dass sie die Sparplanausführung geändert hat. Und dann hat es mich an meine christliche Pflicht erinnert, das Starterdepot, das Monatsupdate zum Starterdepot vorzuschieben. Tesla schiebe ich vielleicht hinten ran, weil ich habe ja selber Tesla-Aktien und habe da auch eine Meinung zu Tesla. Deshalb kommt da vielleicht noch was. Aber zuerst solides investieren und nicht spekulieren. Das heißt, wir gucken uns das Starterdepot an. Der Januar ist vorbei. Ihr wisst, Starterdepot, 20 Aktien haben wir da drin, die haben wir über Monate, über Dutzende von Videos uns ins Depot geholt. Und ich freue mich sagen zu dürfen, dass der Januar nach dem Dezember, November auch gut gelaufen ist. Und zwar haben wir Kursgewinne gemacht in Höhe von 2,7%. Und ich weise darauf hin, das ist besser als die diversen Indizes gelaufen sind. Die haben nämlich noch größer machen, etwas schlechter performt. Die zweite Januarhälfte war ein bisschen wackelig, ungewohnt für die Aktionäre, die ja so hier im Börsensonnenschein sich ahnen konnten lange Zeit. Aber der S&P 500 ist im Prinzip seitwärts gelaufen. Nasdaq, technologielastige Nasdaq, hat 2% gut gemacht. DAX minus 2% und MDAX hat auch verloren. Und wir, wie gesagt, haben 2,7% gemacht. Und da sind noch die Gebühren drin, die wir bezahlen mussten und die Spreads, die jetzt ja kleiner geworden sind, Consorsbank sei Dank. Da habe ich übrigens auch ein ganz tolles Logo von der Consorsbank. Ich zeige euch das mal. Und zwar, wo ist es denn? Hier. So, Consorsbank Loves Finanzcommunity. Also die haben jetzt tatsächlich, und ihr habt es mir nicht geglaubt, in den ganzen Kommentaren, wie oft ich geschrieben habe, dass es doch noch was wird, dass sie die Ausführungszeiten ändern werden, dass sie die Ausführungen insgesamt ja, besser machen werden. Hat ja keiner mehr geglaubt von euch, aber mir wurde es ja gesagt, aber ich durfte keine konkreten Termine nennen. Consorsbank hat auch noch ein paar Aktiensparpläne oder ein paar Aktiensparplanfähig gemacht. Da habe ich auch noch eine Überraschung für euch. Aber wir bleiben jetzt zuerst mal hier im Starterdepot und freuen uns hier über den dritten, vierten Monat, den Folgekursgewinne. Insgesamt, das sehen wir dann auch gleich hier im Starterdepot, das möchte ich euch zeigen, haben wir auch 5% momentan, sind wir im Plus. Das sollte man jetzt auf der einen Seite nicht überbewerten. Wenn wir jetzt 5% im Minus wären, wäre es auch nicht schlimm. Wir sind, meine ich, trotzdem auf einem guten Weg, weil wir es richtig angehen, weil wir die gute Aktien ausgesucht haben. Aber ist natürlich hübsch, hübscher, eine grüne Zahl zu sehen als eine rote, so rein psychologisch. Ich schränke aber ein, diese Outperformance im Januar ist etwas dem stärkeren Dollar geschuldet, der mehr wert geworden ist im Vergleich zum Euro. Und zwar hier 1,5%. Ansonsten wären es 1,1% gewesen, die wir Performance gemacht hätten, wäre auch okay gewesen, also immer noch besser als der S&P 500, aber wäre deutlich weniger gewesen. Wir haben auch ein paar Dividenden kassiert. Das Ganze ist natürlich noch so in homöopathischen Dosen, kommt es daher, 2,12 €. Ich weise darauf hin, ich gehe nach dem Ex-Date, also nicht fragen, warum ihr das noch nicht auf dem Konto habt, das ist Anspruchsdatum, haben wir Anspruch auf 2,12 € Dividende. Interessant. Ich habe euch ja hier noch gezeigt gehabt, dass der Nasdaq deutlich besser performt als die anderen Indizes, beziehungsweise performt hat. Das ist auch keine Eintagsfliege, das geht schon seit Jahren so. Und die Zugpferde im Nasdaq, das sind ja die Technologieaktien, wenn ich das mal so sagen darf, ja, Amazon-Technologieaktie, Apple-Technologieaktie, Microsoft-Technologieaktie, auch wenn die teilweise unterschiedliche Sachen tun und Apple eigentlich für mich die iPhone-Company nach wie vor ist, aber irgendwie alles Technologie und das sind die Zugpferde, weil da wächst eben der Umsatz sehr, die skalieren einfach sehr gut, weil die viel auch mit Software machen. Software skaliert sehr gut, hat tendenziell sehr hohe Margen und ja, kann einfach schön wachsen, schneller wachsen als so eine Unilever oder so eine 3M beispielsweise, klassische Dividendenaktien. Und da kündigt sich schon an, dass eine Weichenstellung, die wir vorgenommen haben, tendenziell die richtige ist. Und zwar haben wir ja uns entschieden gehabt, hier
die Gewichtung nach Branchen aufzumachen. Gut, ich habe es ein bisschen vorgegeben, aber ihr habt es abgenickt. Und zwar, wir haben gesagt gehabt, und da wart ihr auch dabei und darüber abgestimmt, wir setzen auf dynamisches Dividendenwachstum. Also, und haben uns deshalb dann auch für Unternehmen entschieden, die ihre Gewinne noch langfristig steigern, auch dynamisch möglichst langfristig steigern, weil ja ansonsten kein dynamisches Dividendenwachstum möglich ist. Wie sollten Sie sonst das Geld ausschütten? Also kein AT&T, also keine Telekommunikationskonzerne, keine Versorger, keine klassischen Automobilbauer. Diese Sachen haben wir halt nicht im Depot. Stattdessen Dynamik- und Technologieaktien haben wir jetzt gewichtet schon hier mit 37%. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 20 Aktien sind im Technologiesektor, also ein gutes Drittel. Und die laufen halt jetzt relativ gut, analog zum Nasdaq. Und die ziehen das Depot eben mit nach vorne. Es gibt nur noch andere Aktien, die gut laufen, aber insbesondere sind die hier beheimatet, also Amazon, Microsoft, Apple habe ich ja schon genannt. Wir haben auch andere Aktien, die gut laufen. McDonald's hat zum Beispiel viel gewonnen, am Boden gut gemacht in diesem Monat. Aber wir haben halt auch teilweise so die typischen Dividendenzahler wie 3M oder Unilever, die auch gut sind. Aber dass die halt keine typischen Outperformance-Aktien sind, ich sag's mal so. Und das sieht man auch relativ schön. Hier die Grafik, die ist ein bisschen zu klein geraten. Ich kann sie hier zwar größer machen, aber das bringt nicht viel. Da seht ihr hier den S&P 500 und da, das ist der Nasdaq. Und wie seht ihr hier, wie er dem S&P, der Nasdaq, dem S&P 500 davonrennt, das sind 10 Jahre. Oh, hier ganz wichtig, falls du das Video schaust und denkst, boah, ich würde auch gern von steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Hier drauf drücken, dann kriegst du Aktienfinder-Vollmitgliedschaft, kannst du dazu noch einen Online-Broker aussuchen. Alles kostenlos, kriegst je nach Broker, den du auswählst, du kannst noch eine Prämie vom Broker. Und dann kannst du auch anfangen, hier in Sparpläne oder mittels Sparpläne in solide Aktien zu investieren. Meinetwegen auch in ETFs. Übrigens, mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin Betreiber der Seite aktienfinder.net, die zeige ich sowieso noch gleich. Hier haben wir dann das Starterdepot, wie sich die einzelnen Aktien entwickelt haben im Monat. Und wenn ich das Ganze hier sortiere nach dem Gewinn und Verlust, da siehst du hier, dass insbesondere da einige klassische Dividendenzahler wie Diageo, Fresenius, 3M, die sind hier eher unten. Wir haben auch hier zwei Tech-Aktien, Tech-Werte, die nicht ganz so gut performt haben. Tendenziell sind die Kursschwankungen durch die Quartalszahlen beeinflusst, die im Januar schon bekannt geworden sind, und da fallen dann die Schwankungen tendenziell stärker aus als innerhalb der Monate, in denen keine Zahlen veröffentlicht werden. Und die Gewinner hier, Microsoft, Amazon, Apple, da wollte ich mal darauf hinweisen. Visa wird je nachdem auch als Tech-Wert gezählt oder Finanzwert bei uns jetzt. McDoof hat auch 16,5% zugelegt. Also insgesamt sehr schön. Also mehr Gewinner sieht man hier als Verlierer. Und apropos Gewinner, Verlierer. Was mich auch freut, was einfach psychologisch schön anzusehen ist, ist, wir haben von den 16 Aktien sind mittlerweile, von den 20 Aktien sind mittlerweile 16 Aktien im Plus. Teilweise recht deutlich. Und lediglich 4 Aktien im Minus. Und ich weise nochmal darauf hin, da sind alle Gebühren mit einbezogen. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt die Gebühren rausrechnen würde, wäre das nochmal etwas grüner. Da wären auch garantiert diese 2 Positionen hier im Plus. Und Dividenden haben wir teilweise auch bekommen. Du siehst hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aktien haben noch keine Dividende bekommen. Ich glaube, bei Amazon wird es auch noch eine Weile so bleiben. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern. Wir haben halt ein paar deutsche Aktien drin, die zahlen nur einmal im Jahr. Das heißt, in ein paar Monaten haben wir hier überall eine Dividende stehen. Und was auch noch ganz hübsch ist, ist einfach so das Wachstum. Also wir investieren jeden Monat 500 Euro in das Depot und das wächst einfach sehr schnell. Also jetzt noch um 25% pro Monat. Da ist jetzt die letzte Aussparplanausführung von vorgestern noch gar nicht drin. Also das Depot ist jetzt schon 3.300 Euro wert. Und das geht recht schnell. Also wenn man hier ein bisschen Kapital, 500 Euro, sicherlich für einige Leute schon zu viel, für Studenten oder so. Aber wenn man sich das abknapsen kann und dann auf die Seite schiebt, da wird schon ein ordentliches Sümmchen rauskommen. Und boah, das ist eine gute Sache. Also ich stehe komplett hinter dem Starterdepot.
Wollte ich jetzt noch irgendwas erzählen? Ja, also ich möchte dich jetzt auch noch vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, dass es nicht ewig so geht. Wir haben ja hier Aktien, die wie Apple, Microsoft, die schon wirklich stark im Plus sind. Und jetzt siehst du den Aktienfinder und ich habe hier auch den Mertz-Standard-Depot im Aktienfinder hier abgebildet. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Das sind hier die Aktien. Sieht auch schon die hohen Rankings. Amazon hat ein Nuller-Ranking, weil es keine Dividende bezahlen. Da haben wir eine Ausnahme gemacht, um zu zeigen, dass wir nicht so ganz indoktriniert sind und auch mal über den Teller anschauen können. Und ich möchte jetzt mal Apple zeigen. Dann siehst du hier Apple und die Bewertung ist halt hier das Interessante. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen näher rein und machen wir das hier mal weg mit dem Gewinn, Dividende etc. Und du siehst hier den Fernwert, die diversen Fernwerte, die alle sehr nah beieinander liegen, was im Prinzip ein guter Indikator ist, dass dass diese Fernwerte zu gebrauchen sind. Und dann siehst du hier, wie die Aktie davonzieht, vom angefangen hier dann vom Mai oder Mitte 2019 bis aktuell. Ja, da war der Kurs bei 180 US-Dollar, jetzt liegt er bei 320 US-Dollar. Und wir haben so ein Phänomen noch nie gehabt, dass die Aktie so weit nach oben gezogen ist. Du siehst das Ganze ja auch hier. Und hier siehst du ja die weiteren fairen Werte, wie die Aktie eigentlich bewertet sein soll oder wie der faire Wert sich entwickeln könnte in der näheren Zukunft. Nicht, weil ich mir das ausgedacht habe. Okay, ich habe es programmiert und ich habe mir schon einen Teil ausgedacht, aber es basiert auf den Gewinnen und auf den Cashflows, auf den Prognostizierten. Und da ist es halt nicht so, dass die Prognose sich ebenfalls hier dem Kurs entsprechend extrem parabolisch nach oben bewegt. Das heißt, na, bei Apple scheiden sich die Geister und da bin ich schon öfter mal schief gelegen, aber es könnte schon sein, dass die Aktie irgendwann mal wieder sich dem fairen Wert nähert und dann wird es halt so aussehen. Und das wird natürlich dann auch entsprechend Spuren hinterlassen im Starterdepot. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum es keine schlechte Idee ist, nicht nur Technologieaktien beispielsweise zu haben, Aktien, die gerade hier schön rennen Richtung Norden, sondern auch andere Aktien im Depot zu haben, weil wenn die heiß gelaufenen Aktien erstmal zurückkommen, dann werden die anderen Aktien, die nicht ganz so heiß gelaufen sind, den Weg nach unten ausbremsen und die haben ja auch solide Zahlen vorzuweisen in der Regel. 3M hat jetzt beispielsweise enttäuscht, okay, aber das sind dann alles nur Zwischenetappen. Wir gehen davon aus, dass diese Unternehmen weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Und die werden dann hier den Weg nach unten, die Korrektur abbremsen, weil die eben nicht so heiß gelaufen sind. Und so macht es halt dann entsprechend die gesunde Mischung, meines Erachtens. Wer ein Adlerauge hat, der hat vielleicht hier gesehen, dass es im Aktienfinder eine neue Spalte gibt. Sparplanfähig. Das heißt, das hätte ich schon gerne gehabt. Die Spalte, die ich eigentlich machen sollen, bevor ich das Starterdepot angefangen habe, hätte ich mir viel Arbeit sparen können. Du siehst also hier, ob die jeweilige Aktie sparplanfähig ist bei der Consorsbank oder nicht. Das sind schon ziemlich viele Aktien sparplanfähig. Wie du siehst, ist es hier schon ganz schön gut durchtränkt mit Consorsblau. Das heißt, man hat hier schon eine reichhaltige Auswahl. Wie gesagt, hat jetzt auch die Consorsbank ab dem 15. ist ja die erste Sparplanausführung sein, dann das Routing umgeleitet. Also hier nochmal eine ganz tolle Sache, was die Consorsbank gemacht hat. Hätte es ein bisschen früher sein können, aber besser spät als nie. Gut, besser spät als nie gilt auch für dich, wenn du noch nicht investierst in Aktien, also solide investierst, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Dann nochmal der Friendly Reminder, gibt es für dich das Starterpaket. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und spätestens bis zum nächsten Monat oder vielleicht bei der Tesla-Aktienanalyse mal schauen. Ciao.